Herzlich willkommen bei Motorline, heute mit dem Kia Sorento. Der Sorento geht schon langsam auf seinen 20er zu. Wir haben es hier mit der vierten Generation zu tun, die erstmals die 4,80 Meter Marke knackt und entsprechend viel Platz bietet. Aber der Reihe nach. Erstmals ist auch eine Plug-in-Variante mit 265 PS erhältlich. Das ist dann die Top-Motorisierung. Und in den Startlöchern steht auch ein Hybrid mit 230 PS. Hinter mir ist der 2,2 CRDI mit 202 PS. Ob vor diesem Elektrifizierungshintergrund das nicht ein bisschen oldschool ist, das schaue ich mir jetzt dann an. Zuerst ein paar Worte zur Optik. Wuchtiger Kühlergrill, stämmiges Heck. Für uns hat der Sorento ein bisschen etwas US-amerikanisches. Wer die anderen Kia-Modelle kennt, entdeckt einen Hinweis auf den Shooting Brake Proceed. Die kleine Haifischflosse auf der Seite. Schauen die Felgen groß aus? Diese Felgen schauen groß aus. 20 Zöller machen ganz schön was her. Mit 4,81 Metern überragt der Sorento Modelle wie den Kodiaq oder den Outlander um über 10 cm. Hier sind wir mehr in Regionen von Ford Edge oder Jeep Grand Cherokee. Zurück zu Diesel und Oldschool. Also im Endeffekt muss das jeder für sich selber entscheiden. Der Verbrenner ist im Vergleich zu den elektrifizierten Modellen aber vor allem eins: teuer. Mit 62.490 Euro handelt es sich um den obersten Rand der Preisliste. Mit seinem steuerlichen Vorteil kommt der PHEV auf 51.490 Euro. Und das Hybridmodell ohne Ansteckmöglichkeit kommt auf 45.890 Euro. Wie das? Den Diesel gibt es nur in Top-Ausstattung. In Platin sind einige spannende Features enthalten, die es bei den anderen Ausstattungen schlicht nicht in Serie gibt. Das reicht vom Head-Up-Display über den Fahrmodus-Schalter bis zum Terrain-Mode-Select, womit sich der Sorento besser im Gelände zurechtfinden soll. Auch wenn wir ihn dort eh nie finden werden. Zu den Highlights zählt natürlich der Parkassistent mit Fernsteuerung. Also dieser Parkassistent funktioniert vor allem über diese drei Tasten am Schlüssel. Zuerst müssen wir dem zugesperrten Auto einmal sagen, dass wir hier sind. Sperren noch einmal zu und jetzt kommt die Hold-Taste ins Spiel, wo der Motor startet. Da muss man jetzt so näher hingehen. Der Motor startet schon, er erkennt uns. Und jetzt kommt die, wir fahren nach vorne hinein, dementsprechend drücke ich die nach Vor-Taste. Er braucht ein bisschen, Handbremse lösen und dann beginnt er schon zu rollen. Und wirklich sobald ich diese Taste loslasse, er rollt und sobald ich loslasse, er bleibt stehen. Das heißt, man braucht keine Angst haben, dass man irgendwo hineinfährt. Sehr gut gelöst. Den Blick in den Innenraum beginnen wir hinten, wo schon einmal für die langen Reisen ein sehr netter Cupholder auf uns wartet. Und nachdem auch den Leuten hinten kalt ist, gibt es sogar eine zweistufige Sitzheizung. Wir sehen auf den ersten Blick das helle Leder in Mischung mit dem Grau. Das gefällt uns schon mal sehr gut. Und wenn man sich jetzt vorstellt, Beinfreiheit, da hinten vielleicht ein bisschen wenig, kein Problem, denn man kann hier den Beifahrer einfach nach vorne schieben und auch die Lehne aufrechter hinstellen. Sehr nett finde ich die Lage des USB-Eingangs. Es ist kein USB-C, ja, aber der USB-Eingang ist hier oben. Das heißt, man kann toll sein Handy dann hier reingeben und hat hier immer noch eine zweite Ablage übrig. 12-Volt-Anschluss und noch ein USB-Anschluss zum Laden. Mit Lammlehne gibt es natürlich auch. Die hat zwar kein verstecktes extra Fächlein noch, aber auch zwei weitere Cupholder. Das heißt, wer auf viele Getränke auf einmal steht, der wird hier glücklich. Im Alltag immer praktisch sind natürlich die verstellbaren Sitzlehnen, wo man aufrechter sitzen kann für mehr Gepäck oder ganz entspannt sitzen und natürlich auch verschiebbare Rücksitze. Wobei uns hier eines aufgefallen ist, wenn man die hier mal verschiebt, so weit würde es gehen, aber es fehlt die Raste. So, erst hier rastet er ein. Wer zum ersten Mal den Kofferraum öffnen will, der ist natürlich verleitet, mehr Richtung Kia-Logo zu greifen, aber der Knopf ist unterm E
von Sorento versteckt. Die elektrische Heckklappe geht auf, Geschwindigkeit passt ganz gut und dahinter verbirgt sich der riesige Laderaum mit 910 bis 2011 Litern. Wir wollen das natürlich auch erweitern können, das geht sehr gut hier mit diesen Knöpfen. Und wir haben den vollen Laderaum zur Verfügung mit einer relativ ebenen Ladefläche, sehr gut zum Einladen. Dann gibt es hier noch zwei Fächer, da die ganzen wichtigen Dinge des Autofahrerlebens verstaut. Und hier noch ordentliche Fächer für Dinge, die man vielleicht nicht alltäglich braucht. Auch gut für die Netze, die Verzurrösen und die klassischen Sackerlhalter. So, jetzt steigen wir aber vorne ein. Wie schon besprochen, das zweifarbige Leder gefällt uns sehr gut. Hier haben wir so eine nette Armaturenverkleidung mit Ambientebeleuchtung. Es gibt natürlich reichlich Ablagen, geschlossen und offen. Was wir hier vermissen, wäre ein Rollo zum Schließen, wie es sonst beim Mitbewerb üblich ist. Induktives Handyladen, USB-Anschlüsse zum Laden und für Audio, die Sitzheizung und auch natürlich die Sitzbelüftung. Kia hat sich entschieden, nicht für einen Schalthebel für die Automatik, sondern für diesen Drehschalter, der sehr intuitiv zu bedienen ist. Umgewöhnen muss man sich natürlich, ganz klar, das geht aber ganz schnell. So, jetzt starten wir das Ding einmal. Und schon erwachen die digitalen Instrumente und er warnt uns vor dem Glatteis. Vorsichtig fahren. Wir bestätigen und sind im Infotainment drinnen. Nein, wir wollen nicht navigieren derzeit. Da ist eine lustige Eigenheit. Wer keine Musik hören will im Sorento, kann sich aber machen Straßencafé-Hintergrund oder auch den Regentag. Manche mögen das vielleicht. Wer es lieber wärmer hat, macht sich den warmen Kamin. Wenn er funktioniert. Da prasselt das Feuer. Als nettes Detail empfinden wir auch die Zweiteilung der Lüftungsdüsen hier. Das heißt, man kann sich hier das auf die Knie stellen oder auf die Oberschenkel und da oben ganz woanders hin. Im Vergleich zu anderen Herstellern hat Kia darauf verzichtet, die Fahrmodi farblich hervorzuheben. Wenn wir hier zum Beispiel auf Sport stellen, wird es nicht rot. Oder bei Eco dann nicht irgendwie grün und blau. Das Layout bleibt eigentlich immer gleich. Hier also der Fahrmodus-Schalter, der sich mit einem Druck auf Terrain umstellen lässt. Mit dem ersten Modus Schnee. Da können bei Bedarf eben einzelne Räder leicht abgebremst werden. Und es wird früh hochgeschalten, um die Drehzahlen niedrig zu halten, damit die Räder nicht durchdrehen. Beim Matsch kommt es zu verzögerten Schaltvorgängen und einem gleichmäßigen Motordrehmoment, also eben alles, um den Schwung beizubehalten und nicht stecken zu bleiben. Der dritte Modus ist dann Sand, der wird später hochgeschalten, damit höhere Motordrehmomente das Festfahren verhindern und die Kräfte werden möglichst gleichmäßig verteilt. Ja, und so hat der Sorento sogar einen Allradauto des Jahres 2020 Titel bei einem deutschen Fachmagazin eingeheimst. Meine Kollegen sind den Kia Sorento schon auf unserer Verbrauchsrunde gefahren und sind auf etwa 7,5 Liter gekommen. Den Artikel kannst du hier nachlesen. Ich war vorrangig auf der Autobahn unterwegs und da bin ich auf 8 Liter gekommen, wobei man sagen muss natürlich, dass ich hier 1800 Kilo Lebendgewicht mit einem kasteligen Querschnitt gegen den Fahrtwind stemmen. Das muss man dann natürlich einberechnen. Kia selber gibt unter 7 Liter an. Mit einem leichten Gasfuß
sollte auch das erreichbar sein. Von den Fahrleistungen her ist der Sorento absolut brauchbar. 9,2 Sekunden auf 100 km/h, das heißt, es macht durchaus auch Spaß, wenn man es gerade braucht oder wenn man zum Überholen ansetzt. 440 Newtonmeter Drehmoment, passt vollkommen, und sogar 202 km/h Spitze. Bei einem kräftigen Allradler ist natürlich immer die Frage, was kann er ziehen? Kia gibt hier 2,5 Tonnen Anhängelast an. Wie gesagt, mit 440 Newtonmetern, da kann man schon ordentlich was bewegen. Ein spannendes Feature zum Spurwechseln hat Kia mit dem Toto-Winkelassistenten eingebaut. Der warnt nicht nur, sondern er zeigt auch ein Kamerabild, wo man wirklich ganz genau sieht, was im toten Winkel vor sich geht. Und das Kamerabild ist entweder, wenn man links blinkt, im Tachometer oder wenn man rechts blinkt, im Drehzahlmesser. Und wen das jetzt total nervt und wer sagt, das stört mich und das geht gar nicht, der kann das ganz easy ausschalten, da braucht man nicht mal weit in die Menüs eintauchen. Nicht vergessen, bei Kia 7 Jahre Garantie oder 150.000 Kilometer, das reicht locker, 20.000 Kilometer drüber im Jahr, und 7 Jahre gratis Kartenupdates fürs Navigationssystem. Leider nicht over the air. Oldschool oder nicht? Also mein Fazit ist, bei dieser Art von Auto ist der Sorento Diesel mit der großen Reichweite und dem realistisch niedrigen Durst eine wirklich sinnvolle Alternative. Mir gefällt der Sorento grundsätzlich wegen dem großen Platzangebot und der wirklich, wirklich guten All-In-Ausstattung. Der Hyundai Santa Fe ist in Vollausstattung etwas teurer und heute in der Früh habe ich mir noch einen BMW X3 durchgerechnet im Konfigurator. Wenn ich da alles reinpacke, was hier schon von vornherein drinnen ist, bin ich auch schon mal 10.000 Euro oder mehr drüber. Und wie bereits anfangs erwähnt, wer sich lieber auf das Thema Elektrifizierung stürzen will, der wartet dann einfach auf den Hybrid oder den Plug-in-Hybrid. Der zahlt dann weniger, aber verzichtet halt auch auf ein paar Luxus-Features. Und wenn euch der Test gefallen hat, dann könnt ihr Motorline natürlich gleich abonnieren und vergesst nicht gleich die Notification einzustellen, dass ihr erinnert werdet, wenn ein neues Video eintrudelt. Danke fürs Zuschauen!